Ja, mein Name ist Daniel Flettmann. Ich bin staatlich geprüfter Techniker und bin jetzt seit 2013 bei der Firma Oberplan angestellt und bin hier als Projektleiter tätig. Ja, meine Aufgaben umfassen im Grunde genommen die Leitung und Umsetzung unserer Projekte im Bereich der Gebäudeautomation. Darunter fällt dann auch die Kundenberatung und der Vertrieb. Projektentwicklung zusammen mit unserem Team quasi und die Koordination. Und am Ende des Tages dann irgendwo auch die Projektierung und Inbetriebnahme der Projekte. Im Idealfall, die Planung der Gebäudeautomation sollte der Systemintegrator durchführen. Er ist einfach der Profi, was die Schnittstellen betrifft und die Koordination der Gewerke. Gerade im technischen Bereich kennt er die Anforderungen der verschiedenen Gewerke und das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten dann irgendwo. Das sollte natürlich dann aber trotzdem noch in Zusammenarbeit mit den anderen Gewerken stattfinden, also auch die Planung, dass man da irgendwo ein einheitliches System dann auch findet. KNX ist sehr wohl noch zeitgemäß. Es gibt im Grunde genommen kein vergleichbares System am Markt in diesem Umfang. Wir sprechen da jetzt mittlerweile von 500 Herstellern und 8000 Produkten, Tendenz steigend. Man sieht es auch daran, dass die Hersteller auch immer wieder neue Produkte auf den Markt bringen. Die Entwicklung beständiger Produkte geht weiter. Und auch der Systemstandard KNX wird immer weiterentwickelt. Ja, und wie gesagt, die Hersteller, die legen schon großen Fokus auf die KNX-Schienen von denen und bringen da halt auch immer neue Produkte, Funktionen auf den Markt. Gegenfrage: Würdest du dir heutzutage ein Auto kaufen, was keinen elektrischen Fensterheber oder beispielsweise eine Klimaregelung hat? Klimaanlage. Genauso muss man das im Grunde genommen beim Haus auch sehen. Da muss man so ein bisschen mit der Zeit gehen und dementsprechend dann auch die Komfortgewinne, sage ich mal, eher überwiegend sehen. Natürlich ist das dann ein Aufpreis zur konventionellen Elektroinstallation, aber am Ende des Tages bietet es dann doch einen sehr großen Mehrwert an Komfort.